Ich grüße dich und schön, dass du zu einem weiteren Diablo 4 Video eingeschaltet hast. Im heutigen Video widmen wir uns mal ein paar wichtigen Anfängertipps. Ich selbst habe jetzt knapp ein bisschen mehr als 60 Stunden auf dem Tacho, was die Spielzeit angeht, und konnte so den ein oder anderen Tipp für euch parat halten, was euch den Start um einiges erleichtert. Also solltest du neu in diesem Spiel sein, denke ich, ist dieses Video eigentlich perfekt für dich. Und solltest du schon ein erfahrener Spieler sein, dann guck mal unten in der Timeline. Vielleicht findest du ja so rein zufälligerweise einen passenden Tipp für dich. Also ich würde sagen, lehnt euch zurück und viel Spaß mit dem Video. Bevor wir das ganze Spiel starten, ja, gibt es zwei Einstellungen, die ihr machen könnt. Eine solltet ihr definitiv machen und eine könnt ihr halt umstellen. Wir fangen erstmal mit der Ich könnte umstellen Methode an. Und zwar, ihr seht jetzt gerade links unten den HUD. Ja, ihr könnt gerade als Konsolenspieler diesen HUD mittig zentrieren. Die PC-Spieler haben es automatisch, glaube ich zumindest. Da bin ich mir nicht sicher. Schreibt es mal in den Kommentaren, liebe PC-Spieler. Könnt ihr diesen HUD auch für euch separat links setzen, weil automatisch habt ihr ja mittig. Aber jetzt mal an die Konsolenspieler. Und zwar, wir gehen einmal ins Spiel, in die Optionen rein. Dann gehen wir auf Gameplay und gehen dann hier auf HUD konfigurieren rein. Dann drücken wir drauf, zentrieren, abspeichern nicht vergessen, gehen raus und ihr seht, das HUD ist jetzt in der Mitte. Finde ich persönlich auf jeden Fall entspannter. Und jetzt kommt eine Sache, die ihr unbedingt umstellen müsst. Ja, und zwar gehen wir wieder in die Optionen rein. So, dann gehen wir auf Gameplay wieder mal und machen hier die beiden Punkte rein. Erweiterter Tooltip Vergleich und erweiterte Tooltip Information. Das ist bei euch aus. Macht es auf jeden Fall rein. Warum? Zeige ich euch, denn das ist jetzt nämlich richtig nice. Wir gehen einmal in unsere Tasche rein. Und zwar gehe ich jetzt zum Beispiel mal auf diesen Gegenstand. Wir sehen jetzt hier extrem viele Werte. Wir fangen mal zum Beispiel oben an, unter der Rüstung. Da steht ja zum Beispiel plus 7% Schaden für Fertigkeiten des Typs Werwolf. Und dann in Klammern 5-10%. Diese 5-10% bedeutet, dass der schlechteste Wert dieser Eigenschaft 5 ist und der beste Wert dieser Eigenschaft 10 ist. Und wir haben jetzt hier eine 7er Eigenschaft. Verstanden? Und darunter zum Beispiel ist 22,5% Widerstand gegen Blitze. 19,5 ist das schlechteste und 34,5 ist das beste. Und so könnt ihr separat für euch nochmal entscheiden, habe ich jetzt wirklich einen Gegenstand mit guten Eigenschaften oder eher mit schlechten Eigenschaften? Sind die Aspekte gut oder eher weniger? Ja, wir vergleichen jetzt zum Beispiel einmal. Und wenn wir jetzt vergleichen, seht ihr zum Beispiel, was passiert, wenn ich die rechte Rüstung anziehen würde. Dann steht hier, was ich alles an Eigenschaften verlieren werde. Ja, und das finde ich wiederum auch schon richtig, richtig nice. Und auf diese Werte solltet ihr auf jeden Fall gucken. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal links auf meine Rüstung gucken, ja, hier zum Beispiel. Da habe ich dann zum Schluss einen 45-prozentigen Wert. Das schlechteste ist 25%, das beste ist 50%. Daher ist dieser Aspekt für mich richtig, richtig nice. Oben ist 0,45%, das höchste ist 0,5% und dementsprechend habe ich hier einen richtig guten Aspekt. Und daher solltet ihr diese Option auf jeden Fall schon mal direkt einstellen. Und jetzt sprechen wir einmal kurz die XP an. Wenn ihr wirklich schnell farmen wollt, ja, spielt auf Weltstufe 1 und spielt nur die Kampagne. Die Kampagne bringt ordentlich XP. Vergesst alle Dungeons, vergesst alle Nebenquests. Die sind komplett useless am Anfang. Bei der Story bekommt ihr definitiv mehr XP und Weltstufe 1 und Weltstufe 2 unterscheidet sich jetzt nicht von der Story XP, denn die XP ist komplett gleich. Ja, daher bringt es nichts, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Story rushen möchtet, aber dann auf Weltstufe 2 spielt, da hier die XP-Ausgabe komplett gleich ist. Ja, daher solltet ihr auf Weltstufe 1 spielen. Und nicht vergessen, beim Alchemisten immer mal vorbeizuschauen. Einmal wegen euren Tränken aufwerten, das ist sehr, sehr wichtig.
und Elixiere herstellen. Denn die Elixiere bringen euch 30 Minuten lang nicht nur bestimmte Buffs, sondern auch 5% mehr Erfahrung. Geht hier immer ganz runter und kauft anfangs erstmal das Billigste. Egal was da steht, kauft es, denn es ist nicht nur günstig, es bringt euch dementsprechend dann auch 5% mehr Erfahrung. Und in einer Gruppe bekommt ihr dann 10% mehr Erfahrung. Solltet ihr also mit jemandem in einer Gruppe sein. Wenn ihr in der Nähe eines Spielers seid, bekommt ihr auch natürlich XP. Ja, und irgendwann später im Spielverlauf, ich weiß nicht, ob es direkt schon am Anfang ist, ja, aber hier können wir Räuchersachen herstellen. Und diese Räuchersachen geben uns halt gewisse Buffs. Gerade auch für die Gruppe sehr gut geeignet. Denn hier bekommen wir zum Beispiel mehr Leben, mehr Resistenzen gegen Y etc. pp. Allerdings kein XP-Buff. Aber solltet ihr in einer Gruppe spielen und eventuell ein paar Probleme haben, dann schaut mal hier auf jeden Fall vorbei. Denn hier könnt ihr auf jeden Fall coole Buffs für eure Gruppe erwerben. Und ein weiterer Tipp, was XP angeht, ja, schaut immer mal auf der Map nach. Denn ihr findet ab und an mal solche Ereignisse, Legionsereignisse. Ihr findet aber auch kleine Events, das sind so gelbe Kreise, ja. Die solltet ihr immer und immer mal wieder machen, denn hier bekommt ihr nicht nur guten Loot, sondern auch gute XP. Und gerade auch bei diesen Legionsereignissen sind mittlerweile auch sehr viele Leute immer am Start, was richtig nice ist. Was ich persönlich schon richtig nice finde, Freunde, sind die Lilith-Statuen unter anderem. Der Regionsfortschritt finde ich persönlich wichtig. Der eine oder andere würde sagen, oh nö, ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde es persönlich wichtig, denn die ganzen Lilith-Statuen bringen euch zusätzliche Werte, die ihr unbedingt im späten Spielverlauf auch brauchen werdet. Ja, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ihr wirklich alle Lilith-Statuen sehr einfach finden könnt. Das pinne ich euch jetzt mal oben rechts in die Infobox. Und wenn ihr schon mal beim Regionsfortschritt seid, macht auf jeden Fall erstmal die 3 Punkte. Die sind sehr schnell gemacht. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 ist wirklich schnell gemacht. Denn wir bekommen mindestens 2 Fähigkeitenpunkte und nochmal unsere Trankkapazität geht auch nochmal nach oben. Und wenn wir spätestens bei Stufe 3 sind, haben wir in der Region eh alle Lilith-Statuen. Ja, daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, farmt die Lilith-Statuen. Denn alle Statuen, die ihr gesammelt habt, die sind für all eure Accounts, die ihr noch weiterhin machen werdet, direkt freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr jetzt einen neuen Twink macht oder so, braucht ihr mit diesem Twink nicht diese Lilith-Statuen nochmal abzufarmen. Denn da habt ihr die ganzen Werte schon automatisch mit drauf. Und was ich schon richtig nice finde, dementsprechend könnten wir dann mit einem Twink dann direkt weiter losstarten. Ihr möchtet, denke ich mal, so schnell wie möglich diese ganzen Aspekte an euren Waffen anbringen. Ja, gerade am Anfang finden wir halt nur blaue, normale Sachen oder eventuell auch ein paar gelbe Sachen, aber einfach keine Aspekte. Die Aspekte sind halt unter anderem in den Dungeons zu finden. Die kriegen wir halt komplett kostenlos. Ist ja schön und gut, aber ein kleiner Tipp, gerade am Anfang, macht keine Dungeons, es ist Zeitverschwendung. Denn, wenn wir jetzt mal hier hingehen, und einen Gegenstand jetzt mal auswählen. Wir möchten ganz gerne jetzt hier einen Aspekt drauf haben. Ja, und jetzt zum Beispiel einen Aspekt, der komplett kostenlos aus dem Dungeon ist. Ich wähle jetzt mal irgendwas aus. Sehen wir hier, wir brauchen einmal seltene Kristalle. Die bekommen wir, wenn wir gelbes Zeug zerstören. Da brauchen wir dementsprechend seltenes Handwerksmaterial. Und das bekommen wir allerdings nur, wenn wir legendäre Sachen zerstören, sprich diese Orangenen, und die finden wir erst im späten Spielverlauf, und davon sollten wir immer mal wieder welche zerstören nebenbei. Erst dann können wir irgendwelche Aspekte drauf machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aspekt drauf mache, den ich irgendwo runtergezogen habe, bleibt das alles komplett gleich, wie ihr seht. Ja, daher bringt es nichts, direkt am Anfang irgendwelche Dungeons zu rushen. Und das ist eigentlich komplette Zeitverschwendung. Daher nutzt die Story, um XP zu farmen, eventuell auch für Nebenstories, wenn ihr möchtet. Ja, da bekommt ihr aber allerdings nur sehr wenig XP und sehr viel Materialien, aber nicht die, die ihr für diesen ganzen Aspekte braucht. Ja,
Daher wisst ihr hier schon mal Bescheid. Und gerade am Anfang, Freunde, da juckt es in den Fingern und ihr wollt einfach besseres Equipment haben. Das könnt ihr natürlich alles euch erfarmen und ich rate euch für den Anfang, upgradet kein Equipment. Es bringt einfach nichts, denn ihr findet immer und immer mal wieder was Besseres. Ja, also solltet ihr was Besseres mit besseren Werten finden, dann packt das auf jeden Fall erstmal rein am Anfang. Ja, immer das bessere Ausrüsten bringt viel mehr. Und den Rest könnt ihr zerstören. Ja, ihr habt richtig gehört, zerstören, anfangs erstmal nicht verkaufen, denn am Anfang bringen die ganzen Sachen nicht wirklich Gold. Hier zum Beispiel haben wir einen Verkaufswert von 9.800. Es ist sehr wenig. Wenn wir Richtung Gelb gehen, haben wir schon mal 14.000. Ja? Und wenn wir Richtung Legendär kriegen, dann haben wir schon 61.000, was eigentlich alles logisch ist. Daher zerstört die Sachen erstmal. Ihr braucht auf jeden Fall Materialien, um eure Aspekte einzufügen. Ja, die gelben bringen euch natürlich diese gelben Steine, die halt sehr, sehr wichtig sind für das Einfügen der Aspekte, sowie auch heilige Sachen, um nochmal extra legendäre Sachen, besser gesagt, einzufügen, was Aspekte angeht. Daher verkauft am Anfang erstmal nichts, sondern zerstört es, denn ihr findet im späteren Spielverlauf genug davon. Und wenn wir schon bei den Gegenständen sind, achtet auf die Gegenstandsmacht. Hier habe ich zum Beispiel einen Wert von 706. Das heißt, wenn ich den jetzt aufwerten würde, bekomme ich um einiges bessere Werte, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gegenstand mit 654 Gegenstandsmacht aufwerte. Ja, und dementsprechend hier 575. Sowas braucht ihr gar nicht aufwerten. Verkauft das ganze Zeug oder verschrottet es. Und wenn ihr auf jeden Fall mal was habt mit über 700 Wert, dann seid froh und wertet dies auf jeden Fall auf, denn da kriegt ihr die besseren Werte als bei anderen Gegenständen mit niedriger Macht. Zu guter Letzt, wenn ihr euch fragt, wie ihr ein Reittier bekommen könnt, dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht, aber eins kann ich euch sagen, ihr müsst Akt 3 beendet haben. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, das pinne ich euch jetzt ebenfalls oben rechts einmal in der Infobox oder ihr schaut mal bitte auf meinen Kanal. Dann findet ihr das Video auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Tipps ein bisschen behilflich sein. Wenn ja, wäre es richtig nice, wenn ihr mit einem Abo dabei bleiben würdet. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.